Du hast in den letzten Wochen und Monaten mehrfach betont, dass mit der Aufnahme der Arbeit bei Fortuna ein Traum für dich in Erfüllung gegangen ist. Wie hast du den Traum von der Bundesliga in den ersten 6 Spielen erlebt? Ja, also es ist sehr viel passiert, sagen wir es mal so. Also erstmal, wie ich bei der Fortuna gelandet bin, das ging ja so schnell, das konnte man nicht planen, das ging von heute auf morgen. Wie ich dann hier angefangen habe, wie die Mannschaft und der Staff und der Verein und die Fans darauf reagiert haben, das hat mich sehr positiv, sehr überrascht, dass wir dann auch, sage ich mal, auch ansprechende Leistungen auch zeigen konnten. Und wir uns, so sehe ich das jedenfalls, dass wir uns auch in einer gewissen Art sportlich stabilisiert haben. Wir müssen aber noch daran arbeiten, dass wir halt diese Unentschieden teilweise auch in Siege umwandeln können. Speziell, sagen wir mal, Mainz, speziell Hertha, wo wir klar Chancen hatten, Spiele zu gewinnen. Oder auch das Frankfurt-Spiel, wo es 15 Sekunden gefehlt haben. Aber das ist halt auch die Arbeit, die noch vor uns steht. Generell lebe ich meinen Traum mit allen Höhen und Tiefen. Und so ist halt Fußball, so ist das Leben. Und das jetzt natürlich mit dieser Corona-Krise ist halt noch, sage ich mal, noch eine Hürde mehr aufgestellt worden, die wir auch noch überspringen müssen. Der Mannschaft ist es sehr schnell gelungen, ich würde sagen, direkt im ersten Spiel viel von dem umzusetzen, was du ihr mitgegeben hast. Das hast du auch nach dem Spiel gesagt. Warst du davon sehr überrascht? Also erstmal bin ich schon der Meinung, wir haben einen sehr guten Kader mit guten Spielern, die natürlich auch solche Sachen auch relativ schnell auch umsetzen können. Dass es natürlich dann nach 2,5 Trainingstagen so gut umgesetzt haben wie gegen Frankfurt, das war natürlich schon, also Hut ab. Also das hat mich schon sehr gefreut. Nur wir müssen jetzt weiterarbeiten auf diesen guten Leistungen, die wir teilweise gezeigt haben. Müssen wir halt jetzt versuchen, noch mal 10% drauflegen, dass wir dann irgendwo diese Unentschieden in Siege umwandeln. Du hast schon angedeutet, dass wir mehrere Spiele hatten, wo wir uns nicht so belohnt haben, wie wir es eigentlich anhand der Leistungen verdient hätten. Hat man dafür dann auch Erklärungen nach solchen Spielen? Nein, die Erklärung ist ja ganz klar. Also wir haben die Mannschaft, wir haben angefangen, alle zusammen miteinander diese Zielklassen halt zu schaffen. Dann waren wir Tabellenletzter. Ende Januar. So, und du bist ja nicht ohne Grund Tabellenletzter. Ja, und da ist natürlich ganz klar, wir hatten die wenigsten Tore geschossen von der Liga. Und da sind natürlich dann gewisse Ansatzformen. Wir haben die dritt- oder viertmeisten Gegentore bekommen zu dem Zeitpunkt. So, das sind natürlich die Ansätze, die wir dann im täglichen Training und dann auch in den Spielen versucht haben, uns zu verbessern. Und wir haben uns verbessert. Wir haben mehr Tore geschossen im Schnitt pro Spiel. Dass da natürlich noch Luft nach oben ist, ist natürlich ganz klar. Wir haben gegen Mainz, wir haben 19 Torschüsse gehabt, Mainz hat 3 gehabt. Ja, und das ist ganz klar, dass man dann so ein Spiel, wenn man so viel investiert, wie wir das gemacht haben, dass man dann so ein Spiel, muss man sich auch mit 3 Punkten belohnen. Ja. Aber das war mir klar, wo ich hierher gekommen bin, dass viel Arbeit vor uns liegt. Ja, und wir sind im Prinzip voll dabei jetzt, diese Sachen tagtäglich zu verbessern. Die Fortuna hat nicht nur durchschnittlich mehr Tore erzielt, sondern in jedem Pflichtspiel unter deiner Leitung getroffen. Dieser Fokus auf der Offensive, war dir das von Anfang an klar, als du hierher gekommen bist? Ja gut, also ich bin ja früher Stürmer, so von daher mag ich Tore. Und also ich du gewinnst halt nur Spiele, wenn du auch Tore schießt. Ja. Und das war eigentlich mein Ansatz, dass wir das Spiel weiter nach vorne legen müssen, um gerade auch Spieler wie Robin oder Kenan innen und den Strafraum bringen. Ja. Da war natürlich der Ansatz ganz klar da, dass wir als Mannschaft höher stehen müssen. Man spielt dann ein bisschen mehr Risiko, weil man dann auch natürlich die Räume hinter unserer Abwehrlinie noch freigibt. Aber wir haben natürlich dann den Vorteil, durch unser Pressing generell höher zu stehen. Und das sind die Wege halt zum gegnerischen Tor kürzer und die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Chancen kreieren, höher.
Kommen wir zur Tabellensituation. Seitdem du hier bist, hat die Fortuna 2 Plätze gut gemacht und 4 Punkte auf Werder Bremen und 6 Punkte auf den SC Paderborn Abstand gewinnen können. Würdest du sagen, das ist so ein Erreichen eines Etappenziels gewesen? Ich sehe das eigentlich mehr vom Spiel zu Spiel. Jedes Spiel, ich glaube, also von den nächsten 9 Spielen können wir, glaube ich, in 6 Spielen können wir punkten. Ja, und 7 vielleicht. Ja, und von daher versuche ich mich auf diese Spiele zu konzentrieren. Das heißt, die Tabellensituation im Moment interessiert mich noch nicht so sehr. Es geht darum, so wie es aussieht, fangen wir mit dem Paderborn-Spiel wieder an. Das ist natürlich wichtig, dass wir versuchen, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen. Dass wir Paderborn hinter uns lassen. Und dann wird es auch schwer für Paderborn, uns noch einzuholen. Und dann gehen wir nach dem Paderborn-Spiel, gehen wir dann zum nächsten Spiel. Also das ist wichtig, Spiel für Spiel. Und speziell auch, wenn jetzt die Spiele in so kurzer Reihenfolge kommen, wie die DFL das voraussagt, dann heißt es auch, wir müssen uns punktuell auf gewisse Spiele auch konzentrieren. Ne? Und wenn wir dann sagen, 6, maximum 7 Spiele können wir punkten, muss man sich auf diese Spiele punktuell dann auch gezielt dann auch mit der Selektion der Spieler dann auch vorbereiten. Du hast ja jetzt 6 Spieltage der Bundesliga erlebt. Was hast du für einen Eindruck von der Liga gewonnen? Was hat dich vielleicht überrascht und was ist genauso eingetroffen, wie du es erwartet hast? Was eingetroffen hat, also die Stadion, die Atmosphäre in den Stadien ist super in Deutschland. Also da kann England auch nicht mehr mithalten, muss ich ehrlich sagen. Hier ist noch der Fußball pur. Hier können noch die Familien mit ins Stadion kommen. Hier sind die Schlachtgesänge noch 90 Minuten da. In England ist schon groß der Kommerz da und der Fußball ist generell zu teuer da drüben. Fußballerisch sehr viele junge Spieler, sehr viele Vereine geben jungen Spielern eine Chance, sehr viel Tempo, sehr viel Enthusiasmus, Energie, Umschaltspiel, taktische Finessen. Trainer sind noch sehr mutig hier in Deutschland, versuchen immer wieder ihre Spieler zu fordern in gewissen Systemen und sind natürlich dann auch am Spieltag sehr flexibel. Man weiß nie, wie eine Mannschaft hundertprozentig kommt. Das ist in England ein bisschen vorhersehbarer. Generell macht es unheimlich viel Spaß, weil die Mannschaft auch sehr willig ist, der Staff unheimlich supportive zu mir. Manchmal fallen mir die deutschen Worte nicht ein. Also es macht unheimlich viel Spaß und ich freue mich eigentlich jetzt schon auf die 9 Spiele, weil wir da, glaube ich, da können wir noch einiges erreichen. Abschließende Frage. Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Warum glaubst du, haben wir sehr gute Chancen, die Klasse zu halten? Weil wir bis jetzt ein sehr homogenes Kollektiv an Spielern haben, wo eine sehr gute Kameradschaft vorhanden ist. Und die Spieler sind sich bewusst, für welchen Verein sie spielen, wo wir in der Tabelle stehen und was wir machen müssen, um da rauszukommen. Also, und das ist schon erstmal die Grundvoraussetzung für uns, um dann jetzt auch Leistung abzurufen, die uns dann noch Punkte geben. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, dass wir müssen im roten Bereich spielen, in jedem Spiel, wo wir punkten wollen. Also mit 90%, 95% Spiele zu gewinnen in der Bundesliga für uns wird sehr, sehr schwer. So, das heißt, immer wieder an das Maximum gehen und unsere Spieler und Staff sind sehr willig und sehr aufopferungsvoll und das gibt mir eigentlich jetzt ein sehr gutes Gefühl, um in die letzten 9 Spiele zu gehen.